Ja, du bist ja sogar schon in zwei Streams Mods. Mod, dann wäre das ja wahrscheinlich sogar zu viel, hier auch noch Mod zu sein. Wir sind ja nicht so selten auf Sendung. Also ich streame hier ja schon ja fast fünfmal in der Woche, ne? Also eigentlich jeden Wochentag mache ich das mit wenigen Ausnahmen, wo ich mal nicht kann. Aber eigentlich haben wir 5 Tage die Woche Streams aktuell, weil es die Zeit hergibt. Das wird nicht immer so sein, aber das ist natürlich sehr zeiteinnehmend. Aber ich habe vor, Formel 1 zu spielen und da habe ich mir gerade heute auch wirklich Gedanken gemacht, ungelogen, dass ich da wahrscheinlich ein, zwei zusätzliche Moderatoren brauche. Ich habe hier den Philipp schon, weil ich glaube, wenn ich das Let's Play livestreame, wenn das so viele sind, die zuschauen, dann wird ein Moderator wahrscheinlich ausreichen. Müssen wir mal gucken. Es wird da ein paar Bedingungen geben, wie das ein Headset oder so vorhanden sein muss. Aber wie gesagt, den suche ich mir aus. Also da bitte jetzt nicht bewerben. Ich will es werden. Da kriege ich so viele Anfragen an alle, die es jetzt gerade schauen oder später als Let's Play schauen. Bewerbt euch nicht. Das wird euch nur disqualifizieren. Am Ende werde ich auf die Leute dann zugehen. Oder halt um Bewerbung fragen. Das kann natürlich auch sein, dass ich sage, Mensch, hier, ich würde es gerne mal wissen, wer hätte überhaupt Interesse oder so. Das müssen wir sehen, aber wer jetzt hier, wir haben schon ganz viele gehabt, die haben ganz, ganz oft gefragt, die disqualifizieren sich dann. Mal eine Frage, so wie der Nukes jetzt das gemacht hat, ist ja mal okay gewesen, aber wie gesagt, wir haben ja welche, die haben mich schon 3, 4, 5 Mal gefragt. Die werden das niemals werden, weil die haben sich allein dadurch schon disqualifiziert. Ja. Ich hoffe, ich hab's hier, Nukes. Ich hoffe, ich war da ausführlich genug für dich. Wie gesagt, aktuell jetzt gerade nicht. Wenn, dann erstmal nur temporär. Ich finde das nicht schön. Okay, der Sean meint, dies mit den unterschiedlichen Bänken ist nicht schön. Dann nehmen wir die weg. Entschuldigung, ich hab's ein bisschen später gelesen, weil ich im Redefluss war. Ich weiß aber, was du meinst. Du meinst die hier. Dann nehmen wir die weg. Ich finde die Bänke generell nicht mal schön. Dann tun wir da halt andere Bänke hin. Eure Meinung ist da auf jeden Fall immer gefragt. Und wir müssen mal gucken. Ich glaube, die ist mir sogar zu weit. Wie machen wir denn das? Ja, wir machen das so. Ein Mülleimer. Da haben wir ja hier vorne. Welche waren das? Die ganz normalen. Die hier quasi. Dann kommt da einer hin und hier an der Ecke, wenn es passt. Passt nicht, aber da kann man eventuell mal gucken. Nee. Nee. Geht nicht. Dann machen wir den da hin. Ist auch okay. Denn der ist schon recht voll, wie man sieht. Ja, so ist das dann. Hier die Läden sind nicht so 100% am Brummen. Es geht so, könnte besser sein. Aber gut, hier oben müssen wir noch ein bisschen was bauen. Ja, mit dem Feuerwerk, das könnten wir jetzt eigentlich mal versuchen. Das wäre vielleicht mal das nächste, die Kartbahn. Hierfür sage ich es gleich, das wird ein bisschen länger werden. Hier werde ich ein bisschen rumprobieren. Jetzt werden wir bestimmt eine halbe Stunde, vielleicht auch ein paar Minuten länger hier dran arbeiten. Vielleicht geht es auch in 20 Minuten, aber so zwischen 20 und 40 Minuten plane ich jetzt schon hierfür ein, ein vernünftiges Feuerwerk hinzubekommen. Und zwar möchte ich erstmal versuchen, das könnte vielleicht auch sehr schnell gehen, ich weiß es gar nicht, vielleicht sind wir auch schon 5 Minuten durch, aber ich glaube, es wird eher komplizierter werden. Ich würde gern, dass die Feuerwerke, wenn die hier langfahren, in der Reihe nach auch hochgehen, und zwar links und rechts. Prinzipiell ist das Feuerwerk schnell hingestellt, aber die müssen natürlich immer vorbeifahren und das dauert halt zum Testen. Also da warne ich jetzt schon mal vor. Ja, aber dafür wird es sehr cool aussehen, weil dieses Feuerwerk ist, naja. Naja, es ist okay, aber mehr auch nicht. So, jetzt müssen wir mal ein passendes Feuerwerk dafür finden. Wir brauchen natürlich ein ganz einfaches dafür, das ist schon mal klar. Ein kompliziertes Feuerwerk wird da schon mal gar nicht helfen. Sowas brauchen wir gar nicht. Auch sowas ist zu krass. Das geht viel zu hoch. Das geht schief und Explosion brauchen wir nicht. Ich suche was, was einfach nur nach oben geht. Sowas zum Beispiel wäre sehr geil, ehrlich gesagt. Ehrlich gesagt wäre sowas sehr geil. Ich stelle mir das einmal hier hin, dass wir das hier haben. Das heißt noch nicht, dass wir das verwenden. Wo ist denn da der Unterschied? Den finde ich ja noch fast schöner hier. Was ist das hier? Hallo? Hallo?
Okay, das ist eigentlich auch nicht schlecht, aber ist mir ein bisschen zu low. Das haben wir schon. Ja, so große Sachen brauchen wir einfach nicht. Feind, das wird ja explodieren, oder? Ja, das brauchen wir jetzt nicht. Wir machen jetzt erstmal die Geschichte. Okay, viel zu groß, was ist das? Ach du Heiliger. Das denn? Ja, wir müssen ein bisschen gucken, also ein bisschen rumprobieren jetzt gerade halt. Das brauchen wir nicht. Nett, aber das brauchen wir nicht. Das auch nicht. Wie gesagt, so richtiges Feuerwerk brauchen wir da gar nicht. Das brauchen wir vielleicht am Ende, wenn wir so eine Endsequenz hinbekommen können. Läuft mein Laden denn gut? Können wir gleich mal gucken. Das brauchen wir auch nicht. Das auch nicht. Ich habe nichts gesehen. Das ist was Großes, ne? Wow. Ja, aber das sind alles Dinge, die können wir dafür nicht nehmen, für das, was ich vorhabe. Okay, also kommen die beiden in Frage. Müssen wir gleich nochmal gucken. Das werden wir jetzt entscheiden. Und dein Laden war der hier, glaube ich. Street Fox Coffee. Nee, das ist 18. Welchen hattest du denn? Wir haben so viele Läden. Der war's hier. Ja, wir. Street Fox. Weißt du was? Wir können das anders machen. Wir könnten in die Verwaltung gehen. Oh, wir können ausbilden. Das ist immer gut. Da gucken wir nochmal nach. Das sollten wir nämlich auf jeden Fall machen. Das sind die Pläne. Hier dürfte jetzt nicht so viel möglich sein. Hier haben wir die Mitarbeiter. Wir müssten doch irgendwo die ganzen Läden auch aufgelistet haben. Hier dürfen wir auch ausbilden. Wir sollten vielleicht auch ein bisschen mehr Animateure einstellen. Und das sind ja alle. Kann ich irgendwo Läden? Hier haben wir die Läden. Und da will ich nur die Läden sehen. Und da müsste ich dich ja finden. Hier haben wir auch den lieben Kigu. Den haben wir auch. MC. Hat er das nicht übernommen? Ich finde den Laden nicht. Hä, ich hab's doch geschrieben. Du hast es doch auch gesehen. Ich weiß es genau. Hä, warum ist denn der nicht da? Der müsste da sein. Das ist schon nach Name sortiert. Ja, ich würde sagen, ich muss dir 9 zuteilen. Der war das, da bin ich mir ziemlich sicher. Da fehlt auch die Nummer hinter. Normalerweise sind immer Nummern dahinter. Ich schreibe mal gleich alles groß. Ne, der ändert das wieder in Street. Ach so. MC Coffee. Jetzt hat er da. Das gibt's ja gar nicht. Ja, zum Glück haben wir nochmal nachgeguckt. Jetzt haben wir dich hier auch. Dein Laden, jetzt können wir hier mal nachgucken. Du hast 20 Gäste, du bist so ein durchschnittlicher Laden, würde ich sagen. Aktuell. Aber das kann sich mal ändern. Das liegt natürlich an vielen Faktoren. Wir werden das auch noch hier ein bisschen forcieren. Wenn wir hier ein bisschen mehr bauen, kommen natürlich auch mehr Leute. Das wird eines der nächsten Aufgaben auch noch werden. Aber jetzt kümmern wir uns erstmal hier drum. Das ist erstmal gerade die Priorität für heute. Wir brauchen zwei Dinge. Erst einmal, ich würde das haben wollen. Kann ich die Farbe hier unten ändern? Das geht ja gar nicht. Ja, das geht zum Glück. Gelb-rot. Ich weiß gar nicht, welchen Rotton wir da haben. Auf jeden Fall einen sehr hellen. Dann machen wir das so. So, dann haben wir schon mal farblich geklärt. So, und jetzt brauchen wir das aber zigmal. Ich will die halt hier wirklich stehen haben.
aber nicht nur stehen haben. Die sollen letztendlich natürlich auch funktionieren. So, jetzt müssen wir mal gucken, wenn wir ein ganz gerade haben, dann müsste ich die eigentlich immer kopieren können. Das heißt aber natürlich, wir müssen jetzt sehr genau arbeiten nach Möglichkeit. Ich glaube, das dürfte passen. Eine Sache würde ich aber auch gerne noch wissen wollen, bevor ich das mache. Wir können sogar die Platte. Ne, die Platte kann ruhig bleiben. So, und jetzt haben wir den. Prinzipiell müsste jetzt Folgendes klappen, wenn ich jetzt den so mache. Nee, das klappt nicht. Das klappt nicht 100%. So, ich brauche nur das Ding. Also so 100% klappt das nicht. Aber gut, dann machen wir ein bisschen Friemelarbeit ist es. Und das soll möglichst mittig stehen zur Box. Das würde ja Sinn machen. So, und dann der nächste bitte. Ja, müssen wir immer ein bisschen korrigieren, leider. Wir machen erstmal eine Seite, bevor wir hinten die andere machen. Die können wir sogar dann ziemlich easy kopieren, prinzipiell. Da brauchen wir gar nicht dann so viel mehr arbeiten. Hallo, schreit Lego Freak. Ja, hallo, herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Sehr cooler Name. Ich finde Lego übrigens auch sehr, sehr cool. Ich schreibe dir auch mal kurz in Chat ein Smiley rein oder ich schreibe mal Hi. Weil wir haben 50 Sekunden Verzögerung im Stream, damit die Leute am Fernseher das Full HD genießen können. Ja, so ein Lego-Freak könnte ich auch sein. Habe zwar persönlich mit normalen Lego lang nicht mehr gespielt, aber es gibt es ja für den Computer das ein oder andere. Was ich auch noch Let's Playen werde, sicherlich. Den Busch werden wir hier auch noch wegmachen. Den müssen wir sogar jetzt wegmachen. Sonst passt das nicht. Den können wir ganz ehrlich. Den setzen wir mal ganz woanders hin. So, und weiter geht das schöne Kopieren. Eigentlich hätte ich mir so ein kleines Feuerwerk gewünscht. Das wäre ein bisschen cooler gewesen, aber es gab's nichts Passendes. Wo so Kugeln rauskommen, irgendwie so Leuchtkugeln. Ja, wir schauen mal. Und das darf da auch so stehen. Und wir brauchen jetzt gar nicht so viel zu testen. Im Endeffekt sollten wir erstmal gucken, ob überhaupt das System funktioniert. Das wäre ja das Interessante. Kein Objekt. Okay. Ach so, ich kann die hiermit verbinden. Ich verstehe. So ist das ja. Jetzt können wir mal gucken, ob das prinzipiell funktioniert, was ich mir so denke. Das ist erstmal der erste Test. Jetzt müssen wir natürlich warten, bis die hier rumkommen. Und eigentlich müssten die nacheinander hochschießen. Und es passiert nichts. Die sollen ja nicht gleichzeitig sein. Ah, das geht nach der Steuerung. Okay, aber das ist kein Problem. Das heißt, wir können die natürlich hierhin verschieben. Also das ist das geringste Problem. Wir können die Steuerung hier hinlegen. Also da sind wir natürlich sehr flexibel. Nee, das war nicht so gut. Bisschen hoch. Vielleicht kann ich auch so ein Pult bauen oder so. Mal gucken. Das kriegen wir vielleicht auch noch mal hin. Jetzt gerade erstmal für den Test soll das so reichen.
wird die Kartbahn auch noch etwas mehr dekoriert. Auf jeden Fall schon. Wir haben die nur erstmal gebaut. Wir brauchten Geld. Ne? Wir waren mal fast pleite im letzten Stream. Haben es mittlerweile gut gemeistert. Und ja, wir dekorieren immer, bauen auch ein bisschen. Das ist immer, boah, wie viele Leute. Dass es immer mal was Neues gibt. Und dekorieren zwischendurch mal hier, mal da. Also ist jetzt nicht so, dass wir hier stundenlang nur an dieser Bahn sitzen und stundenlang nur dieses dekorieren. Das ist wirklich ein bisschen individueller und ja. Also machen wir auf jeden Fall noch. Eine Sache sehe ich gerade. Ich müsste die mal alle auswählen. Die gehen da ja auf dem Weg lang. Also kann ich die ja schon mal nicht auf den Weg stellen. Wir ziehen die jetzt alle komplett mit einmal nach vorne. Das sollte gehen. So. Und dann stellen wir die direkt daneben. So, und rein theoretisch gesehen müssten wir jetzt Folgendes machen. Die fahren ungefähr, ich weiß nicht, eine halbe Sekunde oder so. Das müssen wir natürlich jetzt rumtüfteln. Das ist das, das war richtig. Das ist das, wo wir ein bisschen probieren müssen. Aber probieren geht ja über Studieren. Wir machen mal 0,5 Sekunden. Ups, 0,5. Hä, warum geht das nicht? Ach, Punkt muss man machen. 0,5. Dann hier 1. Wir müssen es halt jetzt mal ausprobieren, ob das so hinhaut. Oder ob das nicht so optimal ist. Das kriegen wir aber raus. Da muss hier 3 und hier 4. Gegebenenfalls müssen wir die Zeiten anpassen. Ist natürlich jetzt ein bisschen Frickelarbeit, aber wenn wir das erstmal haben, sieht es natürlich auch sehr, sehr cool aus. 3,5. Ich würde sagen, wir schauen mal, ob das funktioniert. Und dieses ganz große Feuerwerk vorne übrigens, es geht jetzt genau falsch rum. Das geht also nur, wenn die über die Linie fahren. Ich glaube, das hat mit der Linie zu tun. Und darum probieren wir. Kannst du mal die Go-Kart-Bahn von oben zeigen? Ja, sicher, das ist gar kein Problem. So sieht die von oben aus. So, jetzt fahren die hier lang und ich guck mal. Ja, die Steuerung ist gar nicht ausschlaggebend. Das ist scheinbar die Start- und Ziellinie. Ah, weil ich jetzt... Also auf jeden Fall gehen die schon mal falsch rum an. Das ist schon mal interessant. Dann bearbeiten wir das nochmal. Dann müssen wir das genau umgekehrt machen. 4, 3,5, 3, 2,5, 2, 1,5, 1. Dann haben wir hier 0,5 und hier haben wir 0. Dann müsste das jetzt richtig sein. Wir gucken mal, ob das auslöst. Wahrscheinlich nur ein Rennen. Okay, du spielst leichtes Wussi-Sninchen. Moin, die erlaubte Gebühr ist da. Schreibt Falstex. Was meinst du damit, lieber Falstex? Herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Und Jasninchen, bei mir geht Life in the Woods nicht. Ich wollte es heute Morgen let's playen, es ging nicht. Ich konnte es nicht starten, mein Passwort wäre nicht in Ordnung. Und ich habe tausendmal gesagt, ich will mein Passwort zurücksetzen. Da nicht mal die E-Mail ist angekommen. Das wundert mich, dass du das spielen kannst. Ich habe mal gegoogelt, es gibt auch andere, die Probleme haben. Also, ja. Wir spulen mal ein bisschen vor. Wir wollen ja hier im Endeffekt auch was sehen. Wir müssen dieses Feuerwerk ja testen. So, seht mal zu, dass sie hier wegkommt. Ich hoffe, dass das der Auslöser ist und nicht hier vorne, weil das wäre doof. Dann funktioniert meine Idee nicht mit dem vorbeifahrenden Feuerwerk. Dann könnte ich nur hier vorne ein spektakuläres Feuerwerk machen. Ja, das sind definitiv die vorne. Das ist ärgerlich. Ja, das ist vorne. Ich guck mal, ob wir das umstellen können irgendwie. Prinzipiell klappt das. Und ich glaube auch zeitlich sind wir mehr oder weniger Lot. Wir müssten die Abstände vielleicht ein bisschen... Ja, müsste man mal gucken. Ja, das ist interessant.
Die Frage ist natürlich, Auslöser bearbeiten. Können wir da irgendwas umstellen? Was haben wir denn hier? Wir müssten noch irgendwas einstellen können. Objekte verbinden. Displaygruppe hinzufügen haben wir ja gar nicht. Wie habe ich das letzte Mal eingestellt? Alle Teile auswählen, die mit den. Ne, das will ich auch nicht. Ich glaube hier oben. Nur Schleife zu bestimmten Zeit kontinuierlich aktiviert. Ja, kontinuierlich heißt natürlich immer, dass es immer läuft. Das finde ich jetzt mega ungeil. Hier hätten wir Zeiten, das hilft mir aber auch nicht. Hier könnte man sogar auf Monate. Das ist zwar ganz cool, aber nicht das, was ich will. Ja, das funktioniert nicht. Ja, Lego Freak Defense 2. Ja, wir könnten das verkürzen, aber ganz ehrlich, nur eine Runde finde ich. Ja, ich finde es schade, die sollen schon Spaß haben, auch wenn das nur ein Computerspiel ist. Gut, also mit dem Feuerwerk klappt leider nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe. Das heißt, dann können die alle in Müll. Wir können vielleicht zwei behalten, da brauchen wir nicht mehr, die gehen alle in Müll. Wir behalten einen. Na, ganz toll, muss ich jetzt einzeln löschen. Ich war der Meinung, ich habe die alle selektiert, scheinbar nicht. Ja, wie gesagt, die können ruhig fahren, sollen Spaß haben, wenn die Schlange voll ist, finde ich jetzt gar nicht so schlimm. So, Nummer 1 und Nummer 2. Wir stellen das natürlich auch gleich ein bisschen genauer hin. Ja, schade, dass das nicht geklappt hat, das, was ich vorhatte. So, wir gucken mal. Der sitzt ja echt perfekt schon dran. Der ist jetzt, glaube ich, auch perfekt. So, dann müssen wir jetzt Folgendes machen. Dieses große Feuerwerk, das kann erstmal weg. Dann kann die Steuerung auch hierher, dass wir hier alles haben. Zack, dann soll die hier vorne liegen. Dann will ich die hier vorne liegen haben, hier auf diesen Steinchen. Wie gesagt, wir müssten dann mal so ein Pult oder sowas bauen. Ich lasse die lieber in der Luft, weil sonst kommen wir da nachher nicht dran. Das kriegen wir aber auch hin. So einen kleinen Tischpult. Das kann sein, jetzt Nienchen schreibt es bei ihr. Minecraft geht's jetzt am Nachmittag aber erst. Das kann sein. Ich habe es am Morgen versucht und heute Mittag zigmal und es ging nicht. Aber es kann auch sein, seitdem ich hier auf YouTube bin, ist mein Account so oft gehackt worden. Ich musste ständig Passwort ändern. Vielleicht haben die da auch eine Sicherheitssperre reingenommen. Ich weiß es gar nicht. Das kann auch sein. Ich muss es mal eruieren. Wenn es nachher nicht geht, schreibe ich die einfach mal an. So. Dann gucken wir mal. Die Verzögerung brauchen wir dann gar nicht. Das ist ja Schwachsinn. Und dann brauchen wir jetzt zusätzlich noch die Verzögerung. Wir können das. Nee, das lassen wir so. Ja, die Besetzung auf voll. Das ist ein guter Tipp. Eigentlich machen wir das auch. Ist es sogar auch. Ich weiß auch nicht, warum die letzten nicht genommen werden immer. Das ist auch voll. Ich verstehe es nicht. Und genug Wartezeit ist auch da. Also ich kann es mir auch nicht erklären. Ich kann es ja nochmal umstellen. Vielleicht sortiert er dann nochmal neu, dass der irgendwie da einen Fehler hat. Also es ist auf jeden Fall auch voll. Vielleicht müssen wir hier auch die Schlange mal anders machen. Die Warteschlange. Vielleicht werde ich das hier nochmal umgestalten. Den Weg hier vielleicht einen Bogen machen lassen oder so, weil hier brauchen wir auch einen Premium-Pass oder so. Mal gucken. So, jetzt will ich aber nochmal ein Feuerwerk haben. Die brauchen wir dann ja nicht mehr. Die haben sich erledigt. Das passt. Ein Feuerwerk. Ja, das kann jetzt was Größeres sein. Das soll ja quasi. Ich muss mal sagen, ich bin kein Freund von Batterien. Ja, ich glaube, wir nehmen die, oder? Ich glaube, wir nehmen die. Wir drehen die mal und wir nehmen die. Die stellen wir hier an der Strecke hin. Unfallverhütungsvorschriften kennen wir nicht. Das ist uns was Fremdes.
Und daher ist es okay, wenn das da steht. So, dann machen wir das so. Und dann würde ich den ganz gerne auch nochmal kopieren. Und zwar so, dass ich den nur schieben brauche. Der Abstand ist ein bisschen groß. So. Und dann machen wir die Steuerung. Dann kommen die in den Auslösern mit rein. Aber die kommen versetzt rein. Das heißt, die kommen hier rein. Aber ich möchte, dass die... Ja, 0, ich weiß es nicht. 0,8 Sekunden, ist das zu viel? Ich weiß es nicht. 0,8. Wir versuchen es einfach mal. Und dann gucken wir mal. Okay, maximale Wartezeit, Haken ausmachen. Ach, habe ich nie drauf geachtet. Das können wir mal machen. Minimal kann eigentlich auch aus, oder? Nee, minimal kann nicht aus, weil sonst fahren die ja los. Ah, jetzt habe ich gedrückt, jetzt gehen die natürlich raus. Minimal ist ja eigentlich egal. 60 Sekunden, das ist okay. Jetzt muss ich warten, jetzt müssen die leider raus. Das war dumm, weil ich darauf gedrückt habe. Hat das Spiel das gleich so umgestellt. Petra ist da. Schönen guten Tag, Petra. Schön, dass du da bist. Sei herzlich gegrüßt. Ich mache mal das Spiel ein bisschen schneller, dass es hier mal losgeht. Ja, und trotzdem bleibt wieder eins frei. Also ich weiß nicht, woran das liegt. Jetzt schauen wir mal, ob das mit dem Feuerwerk jetzt wenigstens mal hinhaut. Das wäre ja wünschenswert. Und los geht's. Nicht schlecht, nicht schlecht. Ja, ist wie gesagt nicht so, wie ich mir das gewünscht habe, muss ich sagen. Ich hatte da andere Vorstellungen, aber ist das ein bisschen übertrieben mit dem Feuer? Findest du, Petra? Also ich finde das ehrlich gesagt ganz cool. Ich weiß noch nicht, ob ich die hier stehen lassen kann. Ich finde, die passen nicht ganz so. Hier vorne, das passt schon. Wir gucken mal, der fährt da jetzt wieder vorbei. Ja, ich glaube, wir lassen nur diese Fackeln. Ich glaube, das passt hier einfach auch nicht. Dass hier so ein kleines Feuerwerk ist, wenn die vorbeifahren, so ein bisschen Action. Ich finde, das ist zu krass einfach. Dann machen wir das so. Und immer wenn einer durchfährt, ist das so. Das kriegen wir leider nicht anders hin. Ich könnte höchstens sonst Dauerbrennen machen. Aber das wäre auch cool. Dann lieber den, uncool. Dann lieber den Effekt, wenn da jemand durchfährt, dass das Signal gewertet wird. Ist besser als gar nichts. Und wenn du das mit dem Feuer meinst, naja, wir wollten ein bisschen was Dekoratives haben. Ja. Hallo, bin neu, schreibt Philipp. Ja, herzlich willkommen. Freut mich, dass du da bist. Ich schreibe dir auch mal kurz in den Chat rein. Wir haben nämlich 50 Sekunden Verzögerung im Stream. Das liegt einfach nur daran, dass wir für die Leute am Flachbildfernseher ein möglichst klares Bild bieten wollen. Und darum die Verzögerung. Ja, wir haben jetzt übrigens immer noch keine 4000. Kannst du auch Konfettikanone auf die Bahn bauen? Das geht bestimmt. Wir haben ja hier eine schon. Aber die Frage ist, was soll damit passieren, wenn ich die auf der Bahn stelle, dieses Konfetti? So, wir gucken mal. Konfetti, metallisch, wir nehmen mal Konfetti. Also klar, ich kann das hier überall hinstellen, das geht schon. Nur wie gesagt, direkt auf der Bahn ist das vielleicht ein bisschen übertrieben. Und das in jeden Reifen zu tun wäre... Wow, das wäre ein Riesenaufwand. Das wäre ein Riesenaufwand. Ich kann das hier meinetwegen mal hin tun. Das wäre ganz cool, so als Warnhinweis. Aber auf der Rückseite halt logischerweise. Wir gucken mal. Vielleicht auch nicht logischerweise, wir schauen mal. Wir schauen mal, wie das aussieht überhaupt. Ach so, das gekippt jetzt auch noch. Ich
meine, auf der Bahn würde es ja Dreck verursachen. Das wäre ein bisschen unrealistisch. Mit so einer Konfettikanone da. Ja, kann ich mir nicht helfen. Also so ganz zufrieden bin ich damit nicht. Möglich ist es. Ihr könnt ja gerne mal schreiben, was ihr davon haltet. Aber rein theoretisch gesehen würden die Schnipsel eher liegen bleiben und die würden mit den Rädern darüber fahren und wegrutschen. Von der Praxis her gesehen natürlich. Es ist ein Computerspiel, aber. Also ich kann mich damit nicht so anfreunden, wenn ich das hier irgendwo hinmache. Ich mache erstmal weg. Wie gesagt, wir haben eine Verzögerung im Stream. Habe ich ja gerade eben gesagt. Wir können es gleich immer noch bauen. Aber ich persönlich finde das jetzt nicht so cool. Zumal wir hier ja schon Konfetti haben. Ach, die Bahn ist kaputt. Ja, wie schön, sie muss gewartet werden. Das freut mich ja. Ist hier noch alles sauber? Ja, perfekt. Hier haben wir alles im Griff jetzt. Boah, was für Massen, ne? Über 4000 Leute, 4005 Leute. Wir können ja mal gleich auf die Zufriedenheit gucken. Wie sieht's denn hier aus? Ach, die gehen jetzt alle hier hin. Ja, ich wünsche euch viel Spaß. Stellt euch mal an. Läuft hier was? Hallo. Darf ich? Danke. Ich will doch gar nicht das Kind. Lass mich doch mal daran. Hä, warum komme ich nicht an die Attraktion auf einmal ran? Klick mal da. Ich dachte, das geht immer auf den Dings. Hier können wir doch auch dann die maximale wegnehmen. Die brauchen wir ja dann gar nicht. Wenn das besser ist, nehmen wir die da mal raus. Nee, also Philipp schreibt auch nee, auf keinen Fall. Ja, ich finde halt, das Konfetti passt da auch gar nicht hin. Also das passt hier wirklich nicht so hin. Wir werden hier noch dekorieren, wir werden hier noch viel machen, aber immer Step by Step natürlich. Und wir haben jetzt die zwei Büsche, den hatten wir hier weggenommen so ein bisschen. Den tun wir hier wieder auch hin. Was ist da los? Tun wir da auch wieder hin. Der war ja hier so ein bisschen, glaube ich, eher so ein bisschen näher über den Stein rüber, damit es ein bisschen realistischer aussieht. Wie gesagt, das ist hier noch sehr kahl. Das werden wir alles noch irgendwie schick machen. Hier kommen vielleicht noch Läden hin. Den Weg werden wir vielleicht doch noch mal ein bisschen einen Ticken anders hier lang führen lassen. Wir gucken mal, was da möglich ist. Kannst du mal deine Go-Kart-Bahn in Workshop hochladen? Kann ich gerne machen. False Tag. Tags. False Tags. Entschuldigung. Kann ich gerne machen. Das, ja, das können wir gerne machen. Und ich würde sagen, hier dürfen die jetzt wieder rein. Sehr schön. Wie gesagt, da spricht nichts gegen. Kann ich gerne mal hochladen. So, wir schauen mal. Ich kriege so ein bisschen Durst. Ich werde mal einen kleinen Moment trinken. Derweil lese ich den Chat ein bisschen. Konfettikanonen, die aussehen wie echte Kanonen. Wir schauen mal. Aber prinzipiell würde ich ja keine Kanonen an so einer Rennstrecke haben wollen. Das passt ja thematisch nicht zusammen, wenn ich da Kanonen habe. Das ist ja optisch gesehen brachiale Gewalt mit brachialer Motorgewalt, rein theoretisch gesehen. Also ich sehe hier keine Kanone, das ist mein Problem. Achso, das könnte auch hier sein. Nee, obwohl hier sind Effekte. Es müsste ja unter Effekte sein. Es hätte ja einen Effekt. Wenn da Konfetti rauskommt, muss es ja einen Effekt haben, oder nicht? Ich bin mir nicht so sicher. Wir können nochmal unter. Was können wir denn gucken? Wir sind hier bei alles. Wir gehen hier auch mal auf alles und geben hier mal Kanone ein. Das ist die Orbitalkanone, Konfettikanone und die Kanone. Wie sieht die Konfetti. Ach, so sieht die aus. Ach, okay, dann habe ich mir die anders vorgestellt. Ein Amerikaner. Doch, das ist eine Kanone. Ja, ich finde, das passt aber nicht wirklich. Also ich finde, die passt nicht.